wir sind die Firma Whiskyfässer, kommen aus Rostock, ganz oben von der Ostseeküste. Und wir kaufen in Schottland alte Whiskyfässer ein, Whiskyfässer, die nicht mehr gebraucht werden, also die für die Whisky-Reifung nicht mehr genutzt werden. Holen sie dann zu uns in unsere Schreinerei oder bei uns sagt man Tischlerei und daraus bauen wir halt bei uns Möbel. Wie Barschränke oder Regale oder Tische, Couchtische, Stühle. Nebenbei handeln wir auch mit leeren Fässern, also mit Dekorationsfässern. Und die kann man sich halt umbauen lassen oder halt als Bar nutzen. Und ganz oft ist es ja so, dass Whisky-Fans Fans sind einer bestimmten Whisky-Marke. Und wenn man von dieser Whisky-Marke, von dieser Brennerei noch ein entsprechendes Fass zu Hause hat, wo man dann seine Schätze, seine Kostbarkeiten präsentieren kann, dann kommt das immer meistens sehr, sehr gut rüber. Und des Weiteren nehmen wir auch dann halt Fässer auseinander, bauen da so eine Gläserständer draus. Hier sieht man so die Rückseite der Dauben, die so von uns bearbeitet werden. Und wir haben halt alle möglichen kleinen Utensilien für Whisky-Fans, für Whisky-Liebhaber, also kleine Sachen, große Sachen. Und wir sind in diesem Jahr zum zweiten Mal hier auf der Village, auf der Whisky-Messe in Nürnberg. Das letzte Jahr lief ganz gut und deshalb haben wir uns gesagt, dieses Jahr sind wir wieder dabei. Insofern freuen wir uns hier auf die drei Messetage in Nürnberg und sind ganz gespannt, wie das für uns hier laufen wird. Dankeschön.